Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Immer noch von der Mein Schiff 6 und wir sind heute in Dubai. Und heute will ich mal rausfahren in die Dubai Mall, das zweitgrößte Einkaufszentrum der Welt. Und ich nehme euch heute mal mit. So ein paar Eindrücke einfangen. Ich bin einmal dort gewesen und das war einfach so unglaublich groß, unglaublich krass, alles luxuriös. Heute zeige ich es euch mal. Wer hätte es gedacht? Es ist mega warm. Schaut euch diese Schönheit an. Gut. Der nächste Step ist jetzt erstmal ein Taxi zu finden. Mein Plan ist heute, jemanden zu finden, der auch in die Dubai Mall fährt von den Gästen und mich da mit ins Taxi dazuzusetzen und ein bisschen was dazu zu geben, um nicht den kompletten Preis allein zahlen zu müssen. Das ist der Plan. Let's go! Planänderung, Metro. الرجاء الانتباه على القطار المتجه الى الخور سوف يغادر التفاصيل في interchange station between Dubai Metro red and green lines. Dubai Frame. المحطة القادمة هي ماك. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. So, in der Dubai Mall angekommen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, wir sind ja kurzfristig Metro gefahren. Ich habe dann auch Gäste gefunden, die mich noch mitgenommen haben. Und die Metro hier, ich gucke vorne so raus, also am Anfang von der Metro. Und da ist einfach nichts. Da war einfach keine Zugführerkabine, gar nichts. Die Dinger fahren hier einfach komplett allein. Das ist mega krass. Also wie fortschrittlich das Ganze hier ist, das ist heftig. Jetzt bin ich in der Dubai Mall und die ist einfach so groß. Ich habe es noch nie gehabt, dass ich in einer Mall überfordert war, aber hier. Es hat einfach 1, 2, 3 Etagen, die vollgeknallt sind mit Shops und Läden, und die Mall hat sogar eine komplett eigene Beschilderung. Ich glaube, ich suche Canon. Eigentlich suche ich nur Canon. Mal schauen, wo ich es finde und wann ich es finde und wie lange das dauert vor allem. Es ist so unglaublich groß. Ich versuche gerade einfach, dieses ganz bekannte Aquarium zu finden. Hier in der Dubai Mall. Und ich glaube, ich laufe einfach gerade in die falsche Richtung. Und es ist einfach so groß. Es ist so, oh mein Gott. Ich war einfach vorher noch nie in einem Einkaufszentrum überfordert.
Mamma mia. Dubai Aquarium, the Dubai Fountain and Star Atrium. Das will ich auch mal sehen. Level Shoes, the Waterfall. Hauptsache Louis Vuitton ist ausgeschrieben. Schauen wir mal. Mamma mia. Louis. Sarah Home, Michael Kors, Mango, Rituals, hier war ich schon mal. Cookie. Ob ich weiß, wo ich bin? Nein. Hier ist so voll, hier holst du hier an jeder Ecke Corona. Das ist so krass. Und ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ich glaube, ich habe das Aquarium wieder gefunden. So krank. Ein Taucher-Snack für die Haie.
jetzt schon keine Lust mehr zu laufen. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Und ich muss noch weiter. Ich muss noch weiter Richtung Taxi. Ich muss noch mal weiterfahren. Wegen meiner Kamera. Hab ich eine Lust, ey. Woran erkennst du, dass du in Dubai bist? Guckt euch die Autos an. Ei, guckt mal da. Wie krank ist das denn? Ein Ferrari! Und wieder rein in die Mall. Schon nobel. Warm. Cool, ich hab's hier noch ein bisschen. Hier gibt es Schnäppchen. Der eine Ring da 7500 Dirham und 1 Euro ist 4 Dirham. Das könnt ihr euch ausrechnen, was das hier so kostet. Wow, hier steht gleich gar kein Preis. Was zur Hölle gibt es in dieser Mall noch alles? Das ist unnormal, das ist einfach unnormal. So, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die Zukunft Smelly. Also ich schneide gerade das Video. Jetzt ist auch Tatsache schon 2 Jahre später. Es tut mir leid dafür. Ich hatte zwischendurch leider so ein bisschen die Motivation verloren und auch kein Schnittprogramm. Und ja, jetzt bin ich aber wieder dabei. Werde die Videos allerdings ein bisschen einfacher halten, also nicht so viel Hintergrundmusik dahinter legen, weil es ist schon relativ zeitaufwendig, aber ihr werdet natürlich weiterhin mit Videos versorgt. Schnittprogramm ist jetzt auch wieder vorhanden. Und ja, ich habe vergessen, auch bei diesem Video, so genauso wie bei dem Ägypten-Video, ein Outro zu drehen. Das mache ich jetzt auf diesem Wege. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Oder einen Kommentar mit Videowünschen oder was ihr so sehen möchtet, was ihr interessant findet, was ihr spannend findet, was ihr vom Schiff sehen möchtet. Tatsache gehe ich auch demnächst wieder auf das Schiff. Also heute ist der, warte mal, das Video habe ich Anfang 2022 gedreht. Also wundert euch nicht, warum ich da überall noch Maske trage. Das ist aktuell alles gar nicht mehr. Und heute ist der 2.7.2023, also über ein Jahr her, 1,5 Jahre. Genau, schreibt mir, was ihr vom Schiff sehen wollt. Ich bin ab dem 7.7.2023 wieder auf der Mein Schiff 6 für euch unterwegs im Ostsee-Baltikum-Raum. Werde dann natürlich auch die Kamera mitnehmen und wieder mal ein paar neue Videos machen, dass ihr auch ein paar aktuelle Videos bekommt. So, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns und dann bis zum nächsten Schiff.